Nochmal. Danny, ist das Hukm von den Schia, dass sie Kuffar sind? Ja. Danny, bevor ich dir das sage, du musst wissen, dass du für die Kafir bist. Ja, in deren Aqida, du bist ein Kafir. Als Sunni bist du ein Kafir. Warum? Weil du erstens nicht an die 12 Imamen von denen glaubst. Wir glauben nicht an diese Sachen. Warum? Weil die auch sagen, dass diese 12 Imamen fehlerfrei sind, Masumin sind. Und noch schlimmer ist, dass die auch sagen, dass diese 12 Imamen sind besser als gesandten Propheten. Einer im Keller ist, der nicht auftauchen will, ist besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei deren Aqida. Die sagen auch, warum auch die Kuffar sind, das Al-Quran, was wir haben, ist nicht komplett. Fehlt viele Sachen. Aber einer, der sagt, in unserer Aqida, dass Al-Quran nicht komplett ist, war Kafir. Die sagen und die beleidigen auch unsere Mutter Aisha radiallahu anha. Obwohl im Koran steht, dass sie nicht gemacht hat. Mehr als 10 Versen. Allah Azza wa Jal extra hab gesandt, dass sie nicht gemacht hat. Ibn Kathir Rahimah sagte, jemand, der nicht an diese Versen, die extra für unsere Mutter gekommen ist oder gekommen sind, glaubt, fahu kafir. Viele, die sagen auch, dass Ali Allah ist. Allahu Akbar. Ja. Die haben At-Taqiyya. Wenn du mit jemand redest, der sagt, nein, das ist falsch, das ist richtig. Guckst du nur deren Bücher, das sagen, was wir sagen, das steht in deren Bücher. Und ehren Fatawa. Das heißt, ein Sunni darf nicht ein Schia oder ein Schiia heiraten. Diese Glaube haben wir. Wir dürfen nicht eure Frauen heiraten, weil ihr Kuffar seid. Ich darf ein Christina heiraten und auch ein Judin heiraten, aber einer von euch, die Mutter macht, darf ich nicht. Warum? Weil die Kafira ist. Ganz normal. Weil ihr Mushrikin sind. Ihr seid nicht Ahlul von Ahlul Kitab. Ihr seid Mushrikin. Ihr seid Kuffar. Ahlul Kitab sind Christen, Juden, ihr nicht. Das heißt, ich darf von denen heiraten, aber ihr nicht. Ich darf auch von denen, wenn die richtig Christen, Juden sind, das Essen essen, aber von ihr nicht. Das ist der Unterschied. Und die haben auch diese gleiche Sache, was ich gesagt habe, auch in deren Aqida, dass die uns auch nicht von uns heiraten dürfen. Normalerweise, wir haben Recht. Wir haben Recht. Die meisten von euch, wie ich gesagt habe, er war nicht sein echter Vater. Kommt nur einer von denen, sagt er, das ist dein Vater, das war's. Wann war er also mein Vater? Wir wissen nicht, aber deine Mutter an diesem Tag, sie war mit 17 Männern. Kann sein, dass der 13. dein Vater ist. Ja, 13. mein Vater. Wie heißt er? Ja? Wie heißt er? Nein, ist der. Schau mal, subhanallah. Sowas auch war bei der Kuffar von Jahiliyyah von damals. Die Frau macht Zina mit vielen Leuten und dann sie hat Recht, dass sie einer von denen auswählt. Wenn sie ihm einer von denen gefällt, dann sagt, ich nehme diese. Und sie hat mit mehreren Männern an diesem Tag gechillt. Und dann, wenn sie schwanger geworden ist, wählt einer von denen aus. Genauso auch bei Schiiten. 17 Mutter in einem Tag gemacht hat. Da kommt die, das geschrieben hat. Okay, wann?
Ungefähr die 13. ist dein Vater. Okay. Haidar? Ja, Haidar. Okay, Haidar ist mein Vater. Das war's.